Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Wir sind hier bei Galaxy Toys. Uns haben quasi am Ende des letzten Parts Neon Genesis Evangelion gemacht. Nachgespielt, wie auch immer. Denn wir haben einen gigantischen Kampfroboter gesteuert und mussten die Welt retten. Mich so ein. Ja, die Gigas. Ja, die werden hier angeboten zum Verkauf. Und so einen mussten wir eben mal steuern. Weil die Herzlosen auch diese Roboter übernommen haben. Es kam zum epischen Mecha-Battle. Das war echt geil, ey. Wer das nicht gesehen hat, unbedingt nochmal anschauen. Und ja, wir können den jetzt auch verwenden. Was zum Geier, Mann. Ich denke nicht, dass wir das jetzt machen wollen, oder? Oh, komm mal mit diesem Roboter irgendwo ganz anders hin. Ah ja, das kann sogar sein. Ich kann einfach hochfliegen. Das ist nicht so gedacht vom Spiel. Wenn die wollen, dass ich da in den Automaten reingehe, dann machen wir das auch mal so. Wie gesagt, die 100% ja ich noch. Dafür brauchen wir wahrscheinlich die Roboter. Ich würde mich hier gerne umschauen, ey. Es ist so detailliert, viel zu cool gemacht. Die ganzen Spielzeuge, die haben sogar alle Preise. Was zum Geier, Mann. Galaxy Sale. 15,99, der Gustav. Was zum Geier. Irgendwelche Dinosaurier. Oh ja, Prinzesschen. Das würde ich kaufen. Hier, den Wagen. Der ist schön. Alter, ist das geil. Mega detailliert. Oh mein Gott. Ich find's mega gut. Aber gut. Ich denke, hier ist auch jetzt nichts Großartiges. Wobei, da hinten möchte ich dann doch nochmal gucken. Nicht, dass wir hier noch eine Truhe oder so übersehen. Oder sogar die Karte, die wir immer noch nicht haben von Galaxy Toys. Was soll das sein, Mann? Wo ist die goddamn Karte? Ja, wahrscheinlich lag die am Anfang und ich hab's wieder übersehen. Ach, dammit. Aber ist egal. Wir machen jetzt einfach weiter, selbst ohne die Karte. Und gehen in diese Maschine, in den Kaugummi-Automaten oder was es auch immer ist. Kann ich einfach so durchmarschieren? Okay. Ach, hier ist die. Yes! Galaxy Toys. Sehr schön. Das ist halt so ein Spielzeugladen, ne? Wie Toys R Us. Falls es einer von euch kennt. Aha. Da können wir drauf. Und da werden wir abgefeuert. Three Rails. And each one leads somewhere different. Ja, aber hier steht die 1, ne? Da steht 2, da steht 3. Na gut, in der 1 steht ja nicht explizit, aber bei der anderen 2 und 3 steht, dann würden wir hiermit erstmal anfangen, oder nicht? Ah, oh, ist das cool gemacht. Holy shit, ich glaube, es wird meine Lieblingswelt. Ist genau mein Ding, ey, mit den Spielzeugen und alles. Finde ich richtig geil. Ich liebe es. Okay. Da müssen wir alles systematisch abgehen, ne? Hier mein Trank. Das weiß auch jeder Punk. Was haben wir hier drin? Mickey mäht den Rasen. Ein Game & Watch Spiel. Wie geil. Ja, wenn die alle haben, werde ich meinen Game & Watch Part machen. Und dann versuchen wir, dich da die Highscores aufzustellen. Bin großer Fan davon, also. Das will ich. Sich die Entwickler an Game & Watch inspirieren lassen haben. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ja mit allen gerechnet, aber das war wirklich Game & Watch Spiele in Kingdom Hearts haben. Das ist das Letzte, woran ich gedacht hätte. Mehr gibt's hier nicht. Das glaube ich aber nicht. Scheinbar doch. Let's go. Whee! Rutsche! Highscore, was? GameStore. GameStop oder was? Was zum Geier? Was ist denn hier alle überall los? Nein! Sora, was machst du? Sora, Sora. Gut, dann gehen wir jetzt zu 2. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was hier eigentlich abgeht, warum wir hier sind. Rex wurde entführt. Der Dino. Wir müssen ihn retten. Bestimmt dieser Typ mit der schwarzen Kutte, einer von den Xehanort, so hieß es. Der auch in ein Trauma aufgetaucht ist. Irgendwas von Dream Drop Distance. Könnt ihr mich gerne in den Kommentaren aufklären. Denn Dream Drop Distance habe ich immer noch nicht gespielt und werde es irgendwann mit euch mal tun. Ja, erstmal ziehen wir uns das geile Spiel hier rein. So, ich bin aktuell im Angriffsmodus, nicht Zaubermodus. Von daher sollten wir dann auch eben halt nicht die Zauber benutzen. Mal nur, wenn wir eben halt das andere Schlüsselschwert nehmen. Das könnte ich ja gleich nehmen.
Hang on! Was zum Geier ist das? Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter! Was ist das, Mann? Das war auch gar nicht mehr notwendig. In diesen Roboter sind wir gar nicht reingegangen. Wollen wir mit dem Roboter ein bisschen uns fortbewegen? Der hat einen Tackle. Ach, das ist der schlechteste dann. Ja, der rote ist der schlechteste, Leute. Der beste ist der lila, ne? Der zweitbeste ist der blaue. Alter, der sieht cool aus. War of the Monsters. Und hier ist ein Gigasladen. Ach so, da müssen wir sogar hin. Where'd he go? You sure you saw him? Yes. He just... Shh. Do you guys hear something? Hmm. What's that? Oh. Something feels wrong. Another toy's being controlled! Buzz, you sure? If it wanted to play nice, then it should have stayed away from my friends. Ach du Scheiße, ein dicker, fetter Bossgegner. Den ich eben so cool fand, den wir im Schaufenster gesehen haben. Das ist einfach ein Boss. Ah, naja, ich weiß, ich sehe schon. Den sollen wir mit einem Roboter am besten besiegen. Boah, vor allem, wie viel Schaden der macht, ne? Alter, richtig übertrieben. Wir brauchen auf jeden Fall hier den Roboter. Das ist aber nur der Schlechte, ne? Egal, schießen kann er trotzdem. Tackle! Wollen wir mal. Ja, naja, es ist nicht wirklich ein Bossgegner, sehe ich gerade. Es sind ganz viele von denen. Ist ja dann doch gar nicht so wild. Na, das ist ja dann doch nicht so spektakulär. Wie viel Damage die machen, ey. Musst du wirklich mit dem Roboter angreifen. Weil der Tackle, der macht gut Schaden, ne? Da ist der rote Roboter doch gar nicht so bad. Das war's schon. Also wenn ihr hier Probleme habt, nehmt einfach den Roboter. Rapid-Hieb. Guck ich gleich, was es ist. Mega einfach. What's this? Oh no! What did I do? Nice moves, Rex. That was great! Great? Really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex. We couldn't look away. Hooray! Oh, that makes me so happy. Were you watching too? Did you see what I did? I was going for fearsome, listen, but I think Rex, I might have actually achieved something close to Earth terrifying. To Rex. Do you know where the others were taken? What do you mean? Did something bad happen? Back to square one. Oh, great. Huh? Sarge, have you got a status report? Sir, one of my men just located Ham, forward of our position, in babies and toddlers. The corporal was debriefing him, but something must have gone wrong. All radio contact has been lost. Anything more specific we can go on? Right before I lost contact, I heard music with some sort of sonic interference. Music? You think it could be the Heartless? What if it's another big monster? Let's find out. I agree. Actually, I think I'll head back and wait by the entrance. I'm sure those vents are going to be much too narrow for my big dinosaur tail. Really? I'm sure you'd fit. Rex is right. Besides, we need a lookout at the entrance. It's an important mission. Can you do it? Yes, sir! I
Alles klar, er hält Wache. Ja, ich hatte nur Angst, aber okay. Ja, war ganz cool, der Kampf, muss ich sagen. Ah, es gefällt mir richtig gut hier. Ohne Scheiß. Allosaurus. Ankylosaurus. Oh Mann, ich würde mich hier so gerne umschauen, ne? Ich finde das so geil. Hier, das hat doch der Andy gehabt. Everyday Adventures. Das stand bei ihm da. Warum hat er denn nicht Scavenger Treasure Hunt genommen? Das Spiel. Oh Mann. Oh je, Mini. Ja, und die Herzlosen machen Musik, sagt er. Ja, der Panzer sieht aus wie der Panzer von Ape Escape. Es gab tatsächlich Herzlose namens Crescendo. Die haben wirklich die Form eines Musikinstruments. Vielleicht werden wir die jetzt antreffen oder so. Ich weiß nicht. Warum kann ich da drauf? Das muss ja irgendwas bringen. Hier drauf dann? Ja. Aber hier gibt's ja nichts. Nicht mal ein Glücksemblem. Feels Batman. Hier muss ja irgendwo was sein. Ey, bitte euch. Ist nicht so leicht zu erreichen. Letzten Endes ist es nur Just for Fun, glaube ich. Wobei, hier geht's ja auch noch weiter, ne? Ha. Weiß nicht, ob wir hier irgendwas finden werden. Denke nicht, ne. Ist auch egal, dann machen wir weiter. Ich finde das so cool. Ohne Witz, Mann. Da fühle ich mich wieder wie ein kleines Kind. Was? Rumbling Time. Das ist ja geil. So mit Knopfdruck oder mit Faustschlägen kann man die dann kontrollieren. Leider funktioniert das nicht richtig. Oder doch? Doch, das geht. Das geht. Oh mein Gott. Die haben sogar dran gedacht. Wie geil ist das so? Und da gibt es sogar eine Schatzkiste für. Ich liebe das Spiel gerade. Für solche Details. What the fuck, man? Dafür, dass man das Spielzeug ausprobiert hat, gibt es sogar was? Ich liebe es. Ich liebe es, Leute. Ein Angriffsplus auch noch. Oh mein Gott. Ist das geil. Was sind das für komische Roboter? Ventilator-Roboter. Sieht so aus. Ja. Tun sogar gar nichts. Die wurden eben nur kontrolliert. Alter, was ist das denn für einer? Battle Source. Die Kampfsaurier. Oh mein Gott. Nice. Oh mein Gott, ich bin ein kleines Kind, ey. Ich finde, solche Details sollte man wirklich sich anschauen. Das ist einfach nur cool. Warum sollte ich da drauf gehen? Das macht keinen Sinn, Sir. Oh, man. Den kann ich nicht so einfach besiegen. Das sollten wir mal lieber lassen. Ah, okay, ich bin eh wieder unten. Na, super. Was geht hier ab, wenn ich fragen darf? Hier steigt die Party. Ich schnapp dir mal ganz schnell den Roboter, ey. Ohne Roboter ist hier nichts zu melden. Ich frage mich, ob in der zweiten Etage auch noch was ist. Und Rex, du sollst bei Eingang Wache stehen. Ich finde die hier nicht. Er hat gelogen, der ist nach Hause gegangen, er ist bei Andy im Zimmer. Er macht gar nichts. Oh Gott, na gut. Nein, was machst du, Sora? Kein Scheiß hier. So, jetzt aber. Ja, schießen wir die mal kurz ab. Nützt ja nichts. Gibt auch gute Erfahrungspunkte. Ich hätte halt nicht runterfallen dürfen. Ich hatte halt keinen Roboter gerade handbereit. Ne? Keinen in Nähe gesehen. Und ohne Roboter schaffst du die nicht. Die sind einfach zu stark. Der auch eben beim Mini-Boss gesehen, sag ich jetzt mal. Dass man die auch nur mit Hilfe des Roboters besiegen kann. Wahrscheinlich ist der Endboss der Welt auch so ein Ego-Shooter-Bosskampf. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Hätte ja auch nichts dagegen. Wäre was Kreatives, definitiv. Energiesplitter. Ich denke, hier gibt es auch Materialien, die man nur von diesen Spielzeugen bekommt. Alter, was die verknacken, ey. Wie viele kommen denn hier noch? Und ja gar kein Ende. Holy shit. Der Roboter ist gleich im Arsch. Mein Roboter.
Oh! Zerstör einfach die Spielzeuge. Ich bin versichert. Ist alles gut. Und da ist er im Arsch. Oh, hier schnell rein. Ist eh der beste Roboter. Der hat die Kanonen. Die Kanonen gehen richtig ab, Leute. Pfiou! Ja, fast gewone-hittet. Kanonen sind am geilsten. Diese kleinen Mini-Herzlosen, können wir die auch gut besiegen damit? Ja. Alter, hier kann man richtig gut leveln. Oh, der springt intelligent weg. Andere lila Kampfroboter ist auch eine Challenge. Oh, das ist ein cooler Fight, ey. Das macht Spaß. Das macht richtig Laune. Was leicht hier. Level 13. Jetzt können wir wieder chillen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal raus. Und betreten wieder die zweite Ebene. Diesmal sollten wir uns einen Kampfroboter sichern. Ohne Witz, Mann. Weil ohne ging ja gar nicht. Musste ja den Rückzieher machen. Nein! Nicht hier lang. So, bitte nicht hier lang. Wir können auch natürlich zu 3, aber ich glaube, da geht's weiter. Ich will jetzt erstmal in diesem Bereich noch vollständig erkunden. Nicht, dass uns hier irgendwas durch die Lappen geht. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist, to be honest. Aber gucken kostet ja nichts. Genau hier am Anfang war der Roboter. Ich erinnere mich. Rick the Visitor, Galaxy Toys. Aha. Der Shop hat irgendwie noch nicht offen. So scheint es zumindest. Ja, da hinten, ne, wurden wir runtergeworfen, ne? Ja, wegen den Arsch. Tackle! Sora benutzte Tackle. Es war sehr effektiv. Bam! Das Schöne ist, schleudert man die Gegner halt mit um. Und dann kann man die bearbeiten. Mega nice, Mann. Und das war's mit dem. Enough! Gibt's denn sonst noch was? Ich glaube, hier gibt's gar nichts. Das war schon ein bisschen unnötig, dass wir jetzt hier nochmal hingegangen sind. Ich sehe hier wirklich nichts. Der Erfrischungsbereich. Wirklich gar nichts? Ach komm schon, das kann doch nicht sein. Ich bin doch nicht umsonst hier gewesen. Aha. Aha. What? Das ist ein Minispiel? Weiche den Rollen der Eroberern aus und sammle Punkte. Okay, Mann. Wie Pac-Man oder was? Ein bisschen schon, ne? Ist auf Zeit, das Ganze. Die dürfen mich nicht treffen. Mit den Kirschen. Oder Erdbeeren, was es auch immer ist. So viel wie möglich stapeln, oder wie sehe ich das jetzt hier? Kann sein. Ist ja geil. Cooles Minispiel. Ich weiß nur nicht, ob uns das irgendwas bringt. Wenn wir einen hohen Score bekommen. Stimmt, ne? Muss ja irgendwas bringen. Das muss ja irgendwas bringen. Oh, hier ist richtig viel los. Na komm, sammeln wir mal so möglichst viel ein, wie wir nur können. Das ist geil, das macht Spaß irgendwie. Weiß nicht, ich mag das. Ups, da hätten sie mich fast. Mann, hier ist so viel los. Sieht schon gar nichts mehr. Weil Stapel so groß geworden ist. Oh! Sind zu uns auf die Schliche gekommen, ey. Wie lange denn noch? Oh mein Gott. Ziemlich viel Zeit. Ja, wenn die uns einmal überrollen, ich glaube, dann verliere ich alle direkt wieder, oder? Ich denke schon, Mann. Sollen das Ganze ein bisschen safer jetzt spielen? Sodass ich eben mal nicht mehr so viele verliere. Sodass ich nicht mehr so viel verliere. Zack, zack. Nein, er wird mich im letzten Moment nicht rammen, Leute. Will mich nicht rammen. Zeit um. Ist okay. War's gut? War's nicht so gut? Na, was gibt's zu uns? Ein freundlicher Herzloser? Attraktionszeit plus! Und 3 Erdbeeren! Ich glaube, wir haben uns gut angestellt. Hat sich ja doch gelohnt. Ja, dann schauen wir mal. Ach ja, wir haben den Rapid-Hieb noch, ne? Das klingt gut. Attraktionszeit plus. Und Boost. Chance-Einblendung. Was? Ist ja geil. Aha. Machen wir das so mal. Verfügbar. Ja, das ist besser.
Aber wenn wir eine Attraktion benutzen, dann hält die länger. Das ist eine ganz gute Fähigkeit, definitiv. Ist not bad. Ach, das war geil. Das hat auch mega Bock gemacht, irgendwie, das Minispiel. Hat ein bisschen was von Pac-Man gehabt. Kann man auch wahrscheinlich immer wiederholen, wenn man Bock hat. Ich denke, das war ein guter Score. Das wäre aber nicht so reichlich belohnt worden. Das ist auch ein geiles Sofa, ne? Orange. Ist hier sonst nichts? Aha. Ah, ja. Danke, Donald, für den Hinweis. Butter. So eine China-Box. Kennt ihr das? Wo man Nudeln kaufen kann und das eben halt in so einer Box bekommt. Da kommt man aber irgendwie nur hoch auf diese Früchte. Ich weiß es ja nicht wie. Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Dann speichern wir das mal. Ja, hier haben wir noch gar keinen Speicherpunkt gehabt, oder? Aber nicht. Die dritte Etage machen wir dann im nächsten Part. Aber ich würde noch ganz gerne tatsächlich wissen, wie ich auf diese Früchte komme. Da fehlt uns wahrscheinlich der Sportsfreund, Leute. Die Fähigkeit, höher springen zu können. Na gut, gehen wir erstmal woanders hin. Was machen die denn hier wieder? Das ist aber unfair. Die haben auch gerade besiegt gehabt. So ein Mist. Also jetzt will ich den Roboter ohne einen eigenen Roboter zu besiegen. Das muss ja irgendwie gehen. Der ist nicht unbesiegbar. Seht ihr ja hier, der ist nur mega stark, wie ihr hier seht. Super nervig. Ich habe keine Magie mehr, weil ich mich geheilt habe. Damn. Konterschild! Damit haben wir auf jeden Fall eine gute Chance. Mega stark, Mann. Ja, den kann man schon besiegen. Und Level 13. Sehr schön. Wunderbar. Good timing. Da kann man nicht rein, oder? Nee, das dürfen nur normale Menschen nutzen. Wir sind ja Spielzeuge. Das ist halt ein Aufzug, ne? Das andere Geschoss. Ja, Leute, springe ich jetzt hier runter. Muss wahrscheinlich die nochmal besiegen, ne? Ja, das mache ich offscreen. Ich werde offscreen nochmal unten wahrscheinlich die Herzlosen besiegen, die da spawnen. Das haben wir ja schon mal gesehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oben auf dem Kaugummi-Automaten und machen dann das dritte Geschoss. Die werde ich offscreen besiegen. Ich sag euch, wenn wir irgendwas Geiles bekommen haben. Und dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.